Hallo mein lieber Skorpion und herzlich willkommen zu deiner heutigen Liebeslegung. Ja, meine Lieben, wir schauen in die Karten, aber eine Karte liegt schon auf dem Tisch, nämlich das Ass der Münzen. Denn das Ass der Münzen ist der rote Faden durch den Mai. Wir legen jetzt im Mai wirklich Grundsteine und Fundamente für unsere Zukunft und natürlich wird sich das auch im Thema Liebe und Partnerschaften zeigen. Mein lieber Skorpion, bitte bedenke, das hier ist eine allgemeine Legung, das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht tun. Und mir ist gerade aufgefallen, nicht gerade aufgefallen, ne, aber dass ich oder dass ich sehr unterschiedliche Resonanzgruppen anspreche. Deswegen spür gut in dich hinein, ob das hier heute deine Botschaft ist oder ob sie sich eventuell an einen anderen Skorpion richtet, denn es finden gerade Menschen zu mir, die wirklich an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen. Und deswegen nur, wenn du sagst, ja Mann, das ist meine Energie, das ist meine Botschaft, ist sie auch für dich bestimmt. Genau, so, meine Lieben, schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, I love it. Die Sonne und Success and Growth, die 8 Stäbe. Also vielleicht bekommst du irgendwie hier Rückenwind, Kommunikation, Löwe-Energie habe ich hier. Die 8 Stäbe ist so eine Energie von Kommunikation, aber Wachstum und Erfolg. Also ich habe irgendwie das Gefühl, du hast eine Rückenwindenergie. Das nehme ich hier wahr. Du hast gerade eine absolute Rückenwindenergie. Oh, nochmal Löwe-Energie. Okay. Vielleicht hast du Löwe in deinem Geburtshoroskop. Vielleicht spielt Löwe in der Liebe irgendeine Rolle, meine Lieben. Und nochmal das Ass der Münzen. Das ist wirklich krass. Wurzelchakra, Basechakra. Das Ass der Münzen, wirklich. Es ist einfach in jeder Legung. Es will sich so laut zeigen, dass ich da ein Bewusstsein für euch schaffen möchte. Dass das, was wir jetzt in dieser Zeit machen, der Grundstein ist, zumindest für die nächsten 6 Monate. Wir entscheiden jetzt hier im Mai. Das ist das Fundament, auf dem mein Liebesleben, wie auch immer, in den nächsten 6 Monaten weiter gestaltet wird. Okay, liebes Universum, eine Botschaft für meine Skorpione. Liebe und Partnerschaften, Schütze, Energie, die Mäßigkeit. Innere Balance, aber auch, ich nehme hier auf jeden Fall Soul Connection wahr. Meine Lieben, crazy. Ass der Münzen. Ass der Münzen, meine Lieben. Strengthening Bonds. Verbindungen stärken. Das kann innerhalb einer bereits bestehenden Verbindung sein. Sorry, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe schon wieder so einen kleinen Frosch im Hals. Ihr müsst wissen, die ersten 2 Stunden am Tag schweige ich, weil ich da ganz alleine sein will. Und wenn ich mich dann hierher setze und anfange zu reden, dann muss ich meine Stimme irgendwie erst eingrooven. Okay, meine lieben Ass der Münzen. Schütze-Energie, neue Horizonte, Aufstiegsenergie, ne? So höhere Schwingung, mehr Toleranz, mehr Offenheit. Dinge ausprobieren, die man vielleicht so noch nicht ausprobiert hat. Vielleicht auch Schütze-Energie ist auch eine Reiseenergie. Also vielleicht reden wir von Fernbeziehungen, vielleicht reden wir von einem Umzug in einer bestehenden Beziehung, dass man irgendwie gemeinsam auch ein neues Fundament schafft. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, Ass der Münzen und diese Seelenverbindung, die ich hier wahrnehme, oh, Herrscher, du hast sehr viel. Feuerenergie, ne? Ich habe gerade Löwe-Energie gesehen, hier ist Schütze, hier ist Widder, Lied, ein Herrscher. Und meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr die allgemeinen Legungen verfolgt, aber die 9 Kelche, Dreams Coming True, die hat gestern in der Wochenbotschaft auch erst eine Rolle gespielt. Und darunter die 5 Kelche, ändere deinen Fokus. Vielleicht ändert sich jetzt hier auch gerade dein Fokus. Ass der Kelche, interessant. Okay, das gefällt mir gut. Ich habe aber, was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass sich etwas zum Positiven verändern möchte in deinem Liebesleben. Wir schauen mal.
dass hier eine Weiterentwicklung ist. Ja, 3 Schwerter, 6 Schwerter. Vielleicht ist es eine Phase, aus der du kommst. Schmerz, vielleicht ist das die Energie von der Fokus, der sich ändern darf. Du kommst jetzt hier an einer neuen Insel an, mit neuen Erfahrungen, für die du offen sein darfst. Ich habe eher das Gefühl, du hast eine lange Reise hinter dir. Aber, meine Lieben, Rat des Schicksals, nochmal Schütze-Energie. Und Jupiter spielt seit Ende April so eine wichtige Rolle, der uns wirklich voranschiebt, der uns wirklich zeigen will, wo Wachstum möglich ist, wo wir uns weiterentwickeln können, dass ganz viel schicksalshafte Dinge gerade passieren. Auch diese Woche, am 18.05. Geht Jupiter eine Konjunktion mit der Sonne ein, beide in Stier. Und das sind wirklich Glückstage rund um den 18.05. Da können wir einen richtigen Schub bekommen Richtung neuen Kelche, Richtung Fülle, Richtung Wachstum. Vielleicht geht es mit dem Herrscher, Lead steht hier drauf, führe darum, wirklich etwas aktiv und bewusst zu gestalten, jetzt in die Handlung zu gehen. Wir schauen mal, liebes Universum, erzähl uns mehr. Erzähl den Skorpionen mehr zu dieser Energie. Ast der Stäbe. Eine neue Energie, eine neue Leidenschaft, eine neue Idee, eine neue Person möglicherweise auch. 8 Münzen. Manchmal wirkt sie auf den 8 Münzen für mich so abgelenkt von dem, was sie gerade tut. Ne? Weil sie schaut, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, sie schaut hier so über ihre Schulter. Also vielleicht möchte jemand, dass du auf ihn aufmerksam wirst. Ne? So. Als würde sie hier so über die Schulter schauen und sagen, was ist denn das? Was ist denn das für eine Energie, für eine Person? Kann sein, dass du jemanden über die Arbeit kennenlernst. 6 Münzen, ein Investment, das sich lohnt, auch eine Energie. Danke, Universum. An der Unterseite des Decks der Hierophant. Auch eine Energie, wollte ich gerade sagen, die 6 Münzen, die ich ganz, ganz stark mit der Stierzeit verbinde. Mein lieber Skorpion, der Hierophant ist Stierenergie. Wir haben ab Mittwoch 5 Planeten in Stier. Und Stier betont dein 7. Haus von Beziehungen und Partnerschaften. Also ja, mein lieber Skorpion, in deinen Beziehungen und Partnerschaften legst du offensichtlich jetzt hier im Mai ein neues Fundament. Aber ich sehe einen Satz, ne? Der Herrscher, die 6 Münzen, ich sehe, da muss investiert werden, da den Dingen muss eine Chance gegeben werden. Aber ein Einsatz, der sich lohnt. Ne? Richtung Commitment, Richtung Partnerschaft, Richtung Weiterentwicklung einer bestehenden Beziehung. I love it. Ich hätte den Herrscher gerne mal abgeklärt, weil der Herrscher und die neuen Kelche, das kann ja Traummann, Traumfrau sein. Sechs Kelche ist eine Energie von Seelenverbindungen, auch von der Vergangenheit. Vielleicht kennst du den Herrscher schon. Vielleicht will das Universum dich immer wieder, verbindet dich das Universum immer wieder mit jemandem und jetzt fällt es dir auf, ne? So. Oh, wow. Ich meine, vielleicht bist du auch in einer Beziehung und ihr entwickelt euch jetzt gemeinsam weiter, ne? So. Keine Ahnung, das kann Umzug sein, ne? Reisen. Wir wollen unsere Jobs kündigen und auswandern und in ein völlig neues Leben investieren. Aber wo auch immer du stehst, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist, hier liegt eine sehr, 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 sehr große Weiterentwicklung in deinem Liebesleben. Und ehrlich gesagt, nicht mit einer komplett unbekannten Person nehme ich so wahr. Also, keine Ahnung, kann auch sowas, ne, das kann eine lange Vergangenheit sein, deine Jugendliebe
oder jemanden, mit dem du in die Schule gegangen bist oder jemanden, den du aus einem früheren Job kennst oder so, ne? Also ich nehme hier keine Energie wahr von irgendeinem toxischen Ex-Freund, ne? Wenn ich immer sage, die Vergangenheit, dann kriege ich immer so viele Kommentare von, nee, der kann mir gestohlen bleiben, ne? Das ist keine Energie von, der kann mir gestohlen bleiben. Also wenn du keinen ekligen Ex-Freund zurück willst, dann liegt hier auch kein ekliger Ex-Freund. Ich sage nur, es könnte sein, dass du diese Person schon kennst oder die sechs Kelche ist auf jeden Fall, eure Seelen kennen sich schon. Und ja, du solltest dir das genauer anschauen, dem Ganzen ein bisschen entgegengehen. Aber es kann auch, wirklich, es kann ein neues Ziel, ein neues gemeinsames Ziel sein, ne, wo man sich jetzt hinentwickelt. Ja, sechs Stäbe, Erfolg und die acht Stäbe nochmal. Interessant, ich liebe es. Oh, Ast der Kelche schon wieder. Okay, ich würde gerne die Mäßigkeit mal abklären, weil ich nehme auf jeden Fall einen neuen Horizont wahr. Na, so, es ist irgendwie eine Weiterentwicklung. Der König der Münzen, okay. Vielleicht ist die Weiterentwicklung das Ass der Münzen, ne? So. Ready for, dass hier jemand ist, der ready for commitment ist oder ready für den nächsten Schritt, ne? So, dass jemand dir ein wirklich ernsthaftes Angebot macht, zu sagen, hey, ja, ich habe ernsthafte Absichten mit dir. Wieder Stierenergie. Der König der Münzen ist Stierenergie. Vielleicht zeigt hier auch wirklich jemand Einsatz, ne? Der Herrscher und die sechs Münzen. Vielleicht gibt sich jemand wirklich Mühe, dass du auf ihn aufmerksam wirst. Ich habe das Gefühl, ich meine, in bestehenden Beziehungen kann es auch sowas wie, ne, so zusammenziehen, Heiratsantrag, irgendwas sein. Irgendetwas, was dich aus deinem bisherigen Leben rausreißt, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Was ist denn das Ass der Münzen? Okay, wow. Meine Lieben, nochmal die neuen Kelche. Dreams coming true. Träume werden wahr. Jetzt. Und zwar, es sind gemeinsame Träume. Ihr habt auf jeden Fall die sechs Münzen und die Gerechtigkeit. Oh, wowski. Was ist das Ass der Münzen, meine Lieben? Nochmal das Ass der Münzen. Der Stern, Wunscherfüllung, Heilung, Hoffnung. Wir haben dreifach Wunscherfüllung hier. Und wir haben mit der Waage-Energie, Wassermann-Energie habe ich hier noch, wir haben auch Gerechtigkeit, eine ausbalancierte Beziehung hier. Also was ich hier sehe, meine Lieben, das Ass der Münzen, du hast selbst gesehen, mein lieber Skorpion, wie oft sich's jetzt in deiner Legung gezeigt hat, ne? Eins, zwei, drei und Base Chakra. Viermal. Viermal das Ass der Münzen. Jetzt ist an der Zeit, deine Träume zu manifestieren. Jetzt ist an der Zeit, rauszugehen, Leute zu daten, wirklich zu investieren, zu sagen, hey, wenn ich jetzt hier wirklich jemanden finden kann, der alles hat, was ich mir wünsche, ne? So. Dann betreibe ich den Aufwand, dann schaue ich mir die Dinge an, die das Universum mir liefert, weil hier ist irgendwo diese Partnerschaft, die auf Ausgleich, Ausgeglichenheit, Balance, ne? Hier, wir haben unglaublich viele Energien von dasselbe Investment, dieselben Ziele, dieselbe Vision, dieselben Wünsche, dieselben Werte, ne? Stierenergie, dieselben Werte. Wir wollen das Gleiche gestalten. Und da liegt irgendwo jetzt hier im Mai für dich eine große Chance, dich in deinem Liebesleben wirklich weiterzuentwickeln, gemeinsam. Jemand, der diese Change Your Focus, jemand, der dir wirklich Hoffnung geben, oder das Universum, sagen wir es so, das Universum will dir wirklich Hoffnung geben, anders darauf zuzugehen, dich anders darauf einzulassen, einen anderen Fokus zu haben, eben weg von den, ne, auf den fünf Kelchen, weg von dem
Schmerz, Verlust, Enttäuschung in der Vergangenheit und rein in so eine richtig krasse, ernsthafte Commitment-Energie. Ich sehe auch eine sehr heilsame Beziehung in dein Leben kommen. Und ne, schütze Wassermann, etwas, was deinen Horizont zum Thema Beziehung und Partnerschaft definitiv erweitern wird. Ne, die Gerechtigkeit ist auch offiziell, also vielleicht kommst du jetzt offiziell mit jemandem zusammen, ne, so, jemand steht dir bei, jemand sagt, egal was zu tun ist, lass uns das machen. Also hier ist wirklich jemand, der sehr, 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 sehr ernsthaftes Interesse daran hat, eine langfristige Beziehung mit dir aufzubauen, mein lieber Skorpion. Also das ist eine ganz, ganz tolle Legung. Sei sehr aufmerksam, ne? So. Wer auch immer dieser Herrscher ist, es möchte jetzt jemand in dein Leben kommen, der 9 Kelche, 10 Kelche Wunscherfüllung verkörpert. Und wo du, ich nehme dich hier in dieser 8-Münzen-Energie wahr, wo du vielleicht auch wirklich aufgerufen bist, jetzt mal kurz davon abzulassen, womit du gerade beschäftigt bist. Und dich dieser neuen Energie zuzuwenden und zu, ne, und zu schauen, was da draus entsteht, weil 10 Kelche, 9 Kelche. Ich habe das Gefühl, es möchte etwas extrem Schönes für dich entstehen. Ass der Münzen. Okidoki, mein lieber Skorpion, das ist, was ich für dich habe. Das lasse ich für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findest du den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte noch mehr zu deiner Energie wissen, noch mehr zu diesem Herrscher, zum weiteren Verlauf. Und dann lasse ich mich genauso intuitiv durch das Extended leiten, wie auch jetzt durch diese Legung. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung tun wirst, mein lieber Skorpion. Genau, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft, nämlich mit der Mitgliedschaft Soul Family Gold. Da hast du Zugriff auf jedes einzelne Extended zu den YouTube-Legungen, die ich hier hochlade und noch ein paar extra Gimmicks. Wenn dich das interessiert, findest du alles, was du dazu wissen musst, ebenfalls unten in der Infobox und am Ende dieses Videos verlinkt. So, für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Es ist an der Zeit, an deine Träume zu glauben. Es ist an der Zeit, in deine Träume zu investieren. Es ist an der Zeit, hier ein bisschen Einsatz zu zeigen und vielleicht diese Change-of-Focus, ich muss sie hier herlegen, ne? Mal kurz dich was anderem zuzuwenden, als das, was du bisher gemacht hast. 8 Münzen ist auch ein Prozess, ne? Ich tue etwas, ich arbeite an etwas. Und irgendwo um dich herum ist eine neue Idee, eine neue Person, eine neue Gestaltung, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, die deine Wunscherfüllung verkörpert, ne? Wo mehr Balance, mehr Ausgeglichenheit, mehr 6 Münzen Gerechtigkeitsenergie in dein Leben kommen möchte, wo das Universum dir wirklich hilft, ne? Das unterstützt dich dabei, zu sagen, hey, wenn du das jetzt tust, 8 Münzen der Herrscher, wenn du das jetzt tust, dann wird sich das für dich lohnen. Vielleicht hat das Universum eine Vision für dich, die du gerade noch nicht sehen kannst, aber was auch immer hier reinkommt und es kommt rein mit dem Ass der Münzen, ne? Und ich habe schon das Gefühl, es ist auch irgendwie eine Ass der Stäbe-Energie, es ist irgendwie spannend, aufregend, leidenschaftlich, ein völlig neuer Ansatz, mach es, probier es. Lass dich führen. Ne? Nichts passiert ohne Grund. Wir sind in so einer schicksalshaften Zeit gerade und du vor allem, mein lieber Skorpion, mit dieser starken Stierenergie, ne, im Bereich deiner Beziehungen und Partnerschaften, leg dein Schicksal jetzt in die Hände des Universums. Denn was auch immer dieses Ass der Münzen ist, es repräsentiert die Wünsche, die du ausgesendet hast. Also, mein lieber Skorpion, auch für dich habe ich die Energie von dieser Wochenbotschaft gestern. Am Scheideweg in ein neues Leben, das sehe ich hier auch. Auch die 5 Kelche ist eine Energie vom am Scheideweg in ein neues Leben. Und wenn ich das hier sehe, 9 Kelche, 10 Kelche, dann ist das etwas, was dich sehr glücklich machen wird. Genau, und so lasse ich das hier stehen.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Danke für deine Zeit und vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.